Sie sind Jahrgang 1986, tunesischer Herkunft, aber in Düsseldorf geboren. Wie war das als Kind mit Migrationshintergrund in Düsseldorf? Hat man da irgendwelche, wurde man da irgendwie ausgegrenzt oder wie war der Freundeskreis? Mehr Deutsche, mehr Tunesier oder wie war Ihr Aufwachsen? Eigentlich ganz normal. Man könnte sagen, ja, eigentlich ganz deutsch. Also ich fühle mich auch wie ein Deutscher. Bin hier aufgewachsen, hier groß geworden, meine Freunde. Bin hier normal in Kindergarten, Schule und überall hingegangen und habe natürlich auch hier Fußball angefangen zu spielen, auch in der Jugend die ganzen Vereine durchgemacht und ja, ich denke mal nicht, dass es anders ist. Klar, hat man eine andere Herkunft und man wird dann natürlich auch, wenn man klein ist, nachgefragt, woher man kommt und meine Eltern sind seit über 30 Jahren in Düsseldorf und sind beide in Tunesien geboren. Meine älteste Schwester ist auch noch in Tunesien geboren, aber wir sind dann auch alle hier aufgewachsen. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ja, bis heute rede ich meiner Mutter Arabisch und mein Vater Deutsch, komischerweise. Damit wir es auch irgendwie, es ist drin und haben wir nicht mehr rausgenommen und ist auch gut so, denke ich. Und ja. Bei den Clubs, wo Sie gespielt haben, gerade in der Jugend, war da eher so ein multikulturelles Miteinander oder waren das Clubs, wo hauptsächlich Kinder mit Migrationshintergrund gespielt haben oder nur Deutsche oder? Ja, es war eigentlich immer ein Mischmasch. Also war wirklich viele. Ich habe mit vielen Türken gespielt, Marokkaner, mit Albaner, Russen. Also war alles gemischt und haben uns immer eigentlich sehr gut verstanden. Haben natürlich auch immer ein paar Wörter von jeder Sprache irgendwie so eingenommen, zum Spaß machen und ja, war eigentlich schön.